viel besser als die letzten 5 Mal, die ihr ihn gespielt habt. Nö. Also, ich finde es ziemlich offensichtlich, dass das mit dem Gegenzauber nicht klappt. Ach, und deshalb änderst du den Refrain in ein 5-minütiges Gitarrensolo? Ich musste doch irgendwie diese lange Pause füllen. Ihr bietet ja alle nichts an. Ich schon. Alles gut. Es wird alles gut. Na los, nochmal von vorn. Machen wir doch mal eine kurze Pause und probieren ein paar Klamotten an, die ich ausgesucht habe. Besonders begeistert bin ich von diesem Outfit. Natürlich können wir es auch ein bisschen modernisieren. Wir haben uns vorgenommen, unsere Schule zu retten. Was interessieren uns da Klamotten? Man kann nie genug Kostüme haben. Sie will nur ein bisschen Spaß reinbringen. Darum sollte es doch in einer Band vor allem gehen, oder? Ihr habt keine Zeit für solche Sachen. In 15 Minuten müsst ihr zur ersten Runde des Wettstreits der Bands erscheinen. Oh nein! Oh nein. Aber der Zauber ist noch nicht fertig. Wenn der Zauber während des Songs in der ersten Runde nicht funktioniert, erfahren die Sirenen, was wir vorhaben und lassen uns nicht nochmal spielen. Dann müssen wir uns eben etwas Zeit erkaufen, damit du nochmal dran arbeiten kannst. Und wie glaubst du, können wir das anstellen? Ganz einfach, wir nehmen den Wettstreit der Bands ernst. Ich übernehme wieder den Gesang und wir halten durch bis zum Finale. Und dann lassen wir den Gegenzauber hören. Bis zum Finale hast du ihn doch geschafft, oder? Na klar, mit Sicherheit. Es gibt keine Probleme, die Twilight nicht lösen kann. Richtig, Twilight? Richtig. Na los, wir gewinnen den Wettstreit der Bands. Streit der Bands. Ich glaube, ich kann im Namen aller Schüler sprechen, wenn ich behaupte, dass er das Großartigste ist, das wir bisher an unserer Schule veranstaltet haben. Und wir sind überaus glücklich, dass unsere 3 neuen Schülerinnen uns dazu ermutigt haben, die geplante Veranstaltung noch aufregender zu gestalten. Und weil dieses Konzert nun ein Wettstreit ist, wird es am Ende auch nur einen Gewinner geben. Welche der Bands wird sie? Unsere wahren Kräfte sind wieder aufgetankt. Und das sogar noch, bevor wir die stärkste Magie von hier nehmen konnten. Aber die Rainblödels, oder wie immer sie auch heißen, stehen nicht unter unserem Bann. Wie soll es uns dann gelingen, ihnen ihre Magie abzuziehen? Die Rainbooms sind genau wie alle anderen Bands in der Lage, sich zu zerstreiten. Sie brauchen nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung, wenn du verstehst. Ich habe das Gefühl, dass sich hier alle Bands darum reißen würden, sie aus diesem Wettstreit zu schubsen. Oh yeah, Schnitz und Schnitz in the house, yo. Man nennt dich nicht Schnitz. Und das ist nicht gelogen. Mit Kürbissuppe wurde ich abgezogen. DJ Snazzy Schnitz bin ich. Wale kicken mich. Ich gehe jetzt an den Strand und bring einen mit für dich. Meine Lieblingsfarbe ist orange. Meine Beine sind viel besser als, als eine Orange, yo! Yeah! Yeah! Das haut rein! Hey, Kumpel! Hey, lass uns von der Bühne verschwinden! Und zwar jetzt sofort! Bam! So soll es sein! Hey, yeah! Lass die Mikrofone bitte nicht fallen. Yeah! Bam! Ihr seid raus, Rainbows! Zumindest eine Band wird uns auf dem Weg ins Finale nicht im Weg stehen. Lasst uns die Bühne rocken! Moment! Wo ist Rarity? Oh, hier! Ich bin hier! Immerhin haben wir eine Menge Zuschauer da draußen. Da darf ich doch wohl was Außergewöhnliches tragen. Und denk daran, wir sollten gut genug sein, um durchzukommen, aber nicht so gut, dass die Sirenen die Magie in uns spüren können. Sie dürfen nicht merken, dass wir sie benutzen werden. Verstanden. Wir müssen cool gewinnen, um zu gewinnen, aber nicht cool genug, dass wir am Ende mit diesem Ohren- und Regenbogen-Dings dastehen. Also insgesamt 20% weniger cool. Heute ist unser Tag, macht euch fertig, denn wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, heute Nacht steigt unsere Party, jeden Spaß wollen wir gern ausprobieren.
Um mich im Wettstreit der Bands zu besiegen. Ich möchte gewinnen, Twilight. Und du willst mir den Sieg wegnehmen. Tolle Freundschaft. Aus diesem Grund bin ich... Komm jetzt, Twilight. Wir haben noch was vor. Meinst du echt, du kannst ihnen helfen? Ha! Du hast ja nicht mal eine Ahnung, was du da tust.